Meine Mutter war entsetzt, als ich erzählt habe, dass ich Rabbiner werden will. Ja. Und sie war auch die Letzte, die es erzählt habe. Viele haben erwartet einen jüdischen Rabbiner mit großem Bart und so weiter. Und da kam eigentlich ein englischer Gentleman. Ascot im Juni ist eines der Höhepunkte meines Jahres. Ja. Ich wette immer auf die Pferde, die die bekanntesten Jockeys haben. Ich fliege von Hamburg nach Heathrow oder von Heathrow nach Hamburg. Jede zwei oder drei Wochen. Er ist ein sehr ungewöhnlicher Mensch. Ein bisschen verrückt, aber. Es gibt einen englischen Ausdruck, der sagt, das Zuhause ist, wo das Herz ist. Bei mir das Zuhause ist, wo die Bücher sind. Wie alt ich bin, muss ich immer nachrechnen. Letztes Mal, wie ich nachgerechnet habe, war ich 85. Und ich glaube, es bleibt vorläufig dabei. Wir schaffen Sie am 10. morgens in Rostock oder hier. Morgen sind Sie hier und wir sprechen morgen. Wenn irgendetwas ihm nicht mehr Spaß macht, dann habe ich immer dafür gesorgt, dass ich gewechselt habe. So etwas, das wohl Spaß macht.